brachiales Gerät. Da hast du richtig Muckis bekommen. Also ihr habt zum Teil echt nur mal in meine Oberteile gepasst. Wenn es um Berufe geht, dann haben viele von uns ein ganz klares Bild im Kopf, welcher Job zu welchem Geschlecht passt. Könnt ihr mir mal kurz eine Person ankleiden, die bei der Polizei arbeitet? Die mit Kindern arbeitet. Okay. Die auf dem Bau arbeitet. Ich habe jetzt automatisch den Mann genommen. Warum? Das ist die Frage. Ich helfe heute Julia, die arbeitet hier auf der Baustelle als Maurerin. Und ich will rausfinden, wie es für sie ist, als Frau in so einem ganz klassischen Männerberuf. Hi. Hallo Frank. Ich bin Frank. Hallo. Na, was macht ihr da jetzt? Wir fangen jetzt den Keller zu schalen. Also ihr stellt jetzt hier so Wände auf? Mhm. Das ist praktisch so eine Form, wo später der Beton reinläuft. Sag mir einfach, was ich anpacken kann, genau, wenn ja. es was gibt. Wie fest muss sie? Wenn sie sitzt, dann, ja. Kennst du noch andere Maurerinnen? Ich kenne tatsächlich eine, die habe ich in der Schule immer gesehen. Ja. Aber ich weiß nicht, was aus der, ob die weitergemacht hat oder nicht. Aber sonst seit 20 Jahren bin ich wieder die erste im Landkreis Erding, da wo ich die Berufsschule gehabt habe. Das ist ja krass. Ja, genau. Das ist jetzt nicht das Naheliegendste als Frau, ne? Nein, also so. Überhaupt nicht. Wir haben ja die Baufirma, die gehört ja meinem Papa. Durch das, dass du das als kleines Kind schon immer siehst, dann wächst das Interesse einfach. Der Drui war schon immer beim Ausbackern und Lastwagenfahren dabei. Ich bin weder ein Handwerker zu Hause, noch irgendwie war ich jemals dabei, wie man hier so ein Haus baut. Ja. Also so, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und es liegt mir als auch überhaupt nicht, auch wenn das vielleicht so... Ja, es ist ja auch gar nicht schlimm. Also man braucht schon ein bisschen die Hand dafür, aber man muss natürlich auch viel lernen. Muss man körperlich schon fit sein. Ja. Hier so rumklettern. Ist schon ganz schön anstrengend. Und hier ist jetzt praktisch gerade und passt, dann kann man die nächste hinsetzen. Durch das, dass ich jetzt ganz lange in der Schule war, merkt man schon, ich atme eigentlich ziemlich stark jetzt. Und irgendwann merkst du es auch richtig an die Muskeln. Ja. Ja. Also hast du richtig Muckis bekommen, oder? Ja, extrem. Also ich habe zum Teil echt nur mal in meine Oberteile gepasst. Also die ganz eng anliegend waren, aber... Ja. Das baut sich ja auch ganz schnell wieder ab. Hattest du so klassische Bauarbeiterbräune, wo man so... Ja. Aber Julia, glaubst du, du hättest den Job auch gemacht, wenn es jetzt nicht die Baufirma gegeben hätte? Ich glaube ehrlich gesagt, nee. Ich habe das ja gemacht, weil ich ja eben durch das, dass ich schon immer das gesehen habe, das Interesse an diesem Beruf gekriegt habe. Und sonst hättest du wahrscheinlich, hättest du dich davon abschrecken lassen, dass... Sonst keine Frauen dass arbeiten, oder? Dann, das, um das geht es gar nicht. Ich glaube, dass einfach zu wenig Werbung für diesen Beruf für Frauen gemacht wird. Viele Jugendliche, glaube ich, wissen gar nicht so, was man eigentlich auf dem Bau alles machen muss. Mhm. Ich habe auch noch eine Freundin, die wollte auch Zimmerer machen, aber die hat sich halt dann mehr oder weniger von den Meinungen der anderen abschrecken lassen. Ja, du als Mädel, du hast ja eh keine Kraft, genauso wie sie es halt zu mir auch gesagt haben. Aber man darf, wie gesagt, einfach sie von dem Gedanken nicht abschrecken lassen. Das ist ja ganz interessant. Ich kam ja auf die Baustelle und ich habe dich ja vorher noch nie gesehen und dachte, okay, so hätte ich das nicht erwartet. Das ist total bescheuert. Also mit meiner Männlichkeit macht das jetzt noch nichts. Aber es ist schon so ein männliches Gewerbe irgendwie. Man hat so, man muss immer seine Kraft einsetzen und ich bin gespannt auf die Baustellengespräche später. Aber hast du schon einmal so einen richtig beschissenen Spruch gehört oder so einen, ja, habe ich auch so, hey, tatsächlich. Ich glaube, da war ich im ersten Lehrjahr oder so. Dann sind wir auf eine Baustelle gefahren und dann hat mich der Bauherr, das war schon ein älterer Mann, gefragt, ja, hat der Papa keinen Buh nicht machen, Kinder, oder was? Das verletzt einen eigentlich richtig, weil man versucht da die ganze Leistung zu geben und dann kommt halt so ein Spruch und es tut eigentlich echt richtig weh, muss man sagen. Gibt es bei dir noch andere Mädels in der, im Ausbildungsjahr, oder? Nein, überhaupt keine. Ich glaube, dass so einfach viele sagen, eben, dass es ein Männerberuf ist und dass sie dann einfach die Frauen zum größten Teil nicht trauen, dass sie den Beruf ausüben. Wieso ist das immer noch so eine Besonderheit, dass eine Frau mitarbeitet? Ja, es ist gleich doch nicht so die Schienearbeit. Man wird oft rickert, wieder halt. Wenn man fleißig ist und ein Team arbeiten kann, dann sieht man sich, glaube ich, schon gut ein. Wenn man als Mann oder Frau ist, das, glaube ich, ist wurscht. Wenn du jetzt eine Freundin hättest, die sagt, ich würde gern Tischlerin werden, Dachdeckerin oder Maurerin? Ich darf da gut zureden. Ja? Ja. Ich wollte schon immer mal sehen, wie so ein Bauwagen aussieht. Aber was mir gleich auffällt, die nackten Frauen. Das ist ganz normal, glaube ich. Ja?
Stört dich das? Man sieht das eigentlich schon gar nicht mehr. Das ist echt? Also ich fände es irgendwie so auf jeden Fall komisch. Aber nein, vielleicht verändert sich das ja auch noch, dass man so irgendwann... Naja, aber so viel ist es jetzt auch nicht verändern, glaube ich. Nee? Also... Sinn ist schon jeder bleiben, wie er ist. Mhm. Man macht einfach nur hier den Strich. Dann geht man ein bisschen weiter hoch. Dann hat man einen geraden, schönen Strich. Inwiefern würdest du denn sagen, entsprichst du so einem Klischee von Frau oder... Ich finde eigentlich, auf der Baustelle bin ich ein komplett anderer Mensch. Ja? Ja, sobald ich meine Privatklamotten anhab und bin ich ganz anders. Wie denn? Da bin ich wirklich so ein richtiges Mädchen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich mich verstellen darf oder so, sondern das ist irgendwie einfach wie so zwei Personen einfach bei mir. Hier ist es vielleicht mehr so das typisch Männliche oder das, was man so klischeehaft sagt, was männlich ist, ne? Ja, wobei eigentlich... Fühlst du, Stefan, fühlst du dir, dass da die männlich rüberkäme? Nein. Na, gell? Also es ist jetzt schon... Was ist denn für dich das eigentlich, männlich oder weiblich? Was ist das? Für mich ist halt einfach weiblich. Gute Klamotten, geschminkt sein, Mädelsgespräche, einfach viel mit Mädels ratschen und Männer. Man muss sich schon ein bisschen erziehen und zum Beispiel in der Schule, wenn ich meine Handcreme auspacke und meine Finger praktisch einschmiere, dann sagen sie, jetzt nimmt sie schon wieder ihre Handcreme her. Und jetzt so, oh Julia, können wir auch, bis sie Handcreme haben? Okay. Oder halt einfach zum Beispiel mein Sitznachbar, der Simon, der weiß jetzt schon richtig, wenn ich mal wieder jammert oder so. Da weiß er schon genau, wie er auf die Gespräche eingehen muss und sagt er selber, boah, super Julia, jetzt weiß ich schon richtig, wie ich mit Mädels umgehen soll. Hast du jemals das Gefühl, dass dein Geschlecht so dein Leben beeinflusst? Nee, überhaupt gar nicht. Nee? Du machst einfach, worauf du Bock hast? Ja. Was ist eigentlich mit euch? Könntet ihr euch vorstellen, einen Job zu machen, der jetzt nicht klischeemäßig zu eurem Geschlecht passt? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich habe da, glaube ich, immer nur so Hemmungen vor diesem ganzen handwerklichen Kram, weil das jetzt noch nicht so an mich rangeführt wurde. Jetzt frage ich mich gerade, warum eigentlich? Macht mehr Spaß, als ich dachte. Diese Schmiererei hier. Ja, das sieht ja ganz einfach aus. Ja, ich glaube, das macht jemand anders. Ja, das hat gar nicht so viel mit männlich oder Weiblichkeit zu tun, aber das ist halt so ein körperlicher Beruf. Bei so einem schönen Sonnenschein wie jetzt macht es natürlich total Spaß. Ich würde schon weinen bei Schnee, glaube ich. Ich bin jetzt mit Julia zu ihr nach Hause gefahren. Sie zieht sich gerade um und ich bin schon total gespannt, wie sie aussieht, wenn sie nicht ihre Bauarbeiterkluft anhat. Und was haben Sie denn gedacht, als die Julia gesagt hat, ich möchte jetzt in deine Fußstapfen treten, Papa? Das ist natürlich für uns dann voll unterstützt worden und war eigentlich der richtige Weg, weil sie hängen sich ja voll rein in das Ganze. Glauben Sie, es könnte auch manchmal so zu Problemen kommen, dass sie sich in der Branche, die ja echt eher eine Männerbranche ist, so durchsetzen muss? Ich habe gesagt, wenn du in die Fußstapfen eintrittst und das Geschäft so übernehmen musst, weil es eine richtige Männerdomäne ist, dann lernst du das von der Pike auf. Dann machst du eine Maurerlehre, dann machst du die Meisterschule und dann hoffe ich, dass er weitermacht und macht dann einen Bauingenieur. Weil wenn die als Mädel auf eine Baustelle geht oder dann später als Frau, wird die oft dann nur belächelt, so quasi, ja, was macht die, die kann ja nichts. Aber die kannst du ihnen vorzeigen, wie das Ganze funktioniert und hat halt den richtigen praktischen Einblick. So. Wow, das ist schon ein Unterschied. Ja. Also so ist mein normales Aussehen, ja, wenn man mich auf der Straße trifft. Ich gestehe mir immer ungern Klischees ein, aber ich denke dann so, okay, ich hätte dich jetzt nicht für eine Maurerin gehalten. Ja, muss ich mal ganz ehrlich zugeben, ich mich selber auch nicht. Wenn du jetzt jemanden kennenlernst oder so, erzählst du dann, welchen Job du hast, was du für einen Beruf machst? Also ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Beruf, war es so, dass ich schon gesagt habe, ich bin Maurer. Sie haben mir alle immer total black geschaut und mich eigentlich mehr oder weniger über mich gehätschelt und verarscht, so hinten rum. Und mir hat das auch irgendwann genervt, mich zu rechtfertigen, einfach warum ich das mache, weil wieso sollte ich mich für meinen Beruf rechtfertigen müssen. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich bin Automobilkauffrau. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die Burma das eigentlich ganz interessant und cool finden, wenn ich das mache. Dann habe ich mich eigentlich da gar nicht mehr versteckt, habe das dann einfach gesagt. Ja. Ich fand es total cool, heute mal so einen Einblick zu bekommen in den Maurerberuf. Ich muss sagen, für mich wäre der Beruf wahrscheinlich nichts, weil es mir auf Dauer zu anstrengend wäre, körperlich. Und vor allem dann, wenn das Wetter nicht so schön ist wie heute. Umso mehr Respekt habe ich davor, dass Julia das durchzieht
Und ich finde es richtig cool, dass sie auf dieses Geschlechterklischee scheißt, dass das nur ein Männerberuf ist. Nächste Woche, da begleite ich einen Erzieher, der zeigt mir, welche Rolle das Geschlecht schon in der Kindheit spielt. Das solltet ihr nicht verpassen und deswegen solltet ihr mir auf jeden Fall ein Abo dalassen. Und wenn ihr was zum Thema Gender Pay Gap sehen wollt, dann klickt doch mal hier.